Hallo und herzlich willkommen zu meinem Greenscreen Tutorial für Adobe After Effects. Ja, was wir kreieren wollen, sieht später dann zum Beispiel so aus. Und dazu gibt es auch ein Vorher-Nachher-Video. Ja, und alles, was wir dazu machen, oder was wir dazu brauchen, ist eine Szene vor Greenscreen und ein Hintergrund. Ich habe jetzt hier mal so einen Hintergrund genommen. Als erstes suchen wir uns einen Effekt raus. Keylight unter Keying, der ist ab CS4 dabei. Und ziehen ihn auf unser Video. Dann haben wir hier eine Reihe von Optionen, die wir auswählen können. Und wir wählen uns Screen Color aus. Nehmen die Pipette und zack, gekeyt. Ja, der nächste Schritt ist, dass wir hier auf View gehen und statt Final Result Screen Map nehmen. Und jetzt sehen wir, alles was weiß ist, ist im Bild zu sehen. Alles was schwarz ist, ist weggekeyt. Aber hier gibt es in dem Schwarzen immer noch grau-weiße Flecken. Und um die wegzukriegen, gehen wir auf Screen Matte und auf Clip Black und ziehen es ein bisschen hoch. So, das reicht schon. Das hier kriegen wir jetzt nicht weg, könnten wir wegmaskieren. Mache ich jetzt mal nicht. Denn wenn wir jetzt hier Clip Black weiter hochziehen, würde hier meine halbe Kopfhälfte, also weggehen, ja. Also ziehen wir es mal auf 12. Dann können wir noch auf Clip Right gehen. Das lasse ich immer gerne auf 90, weil das, also finde ich, die beste Einstellung ist, ja. Und dann gehen wir wieder auf View und nehmen wir die Ansicht Final Result. Als nächstes ziehen wir dann unseren Hintergrund unter das Video. Und dann wären wir auch eigentlich schon fertig. Und jetzt können wir nur noch hier das Hauptvideo an den Hintergrund anpassen mittels der Tonwertangleichung. Ziehen wir einfach auf unser Video und zack, ist das angeglichen. Sieht natürlich nicht so gut aus, deswegen benutze ich da lieber die Tonwertkorrektur. Das geht besser, obwohl ich auch finde, dass das Hauptvideo schon ziemlich gut zum Hintergrund passt. So, das Ganze ein bisschen weißer ziehen und dann ist das eigentlich auch schon fertig. Also ich hoffe, ich habe euch damit geholfen, mit diesem Greenscreen-Tutorial. Und hoffe auch, dass ihr ein Like da lasst, einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo. Also, wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.